Moin Moin und hallo, heute möchten wir mal was anderes aufbauen und zwar eine Kommode. Natürlich haben wir schon mehrere Kommoden aufgebaut, nur in dem Fall ist es eine Kommode mit Metallrahmen. Es ist die Hubro Kommode, es ist ein Schrank mit Schubladen, mit einem eingebauten verstellbaren Regal. Es ist ein Küchenschrank, sehr gut belüftet. Warum? Weil Löcher drin sind. Ja. Man könnte auch sagen, es ist ein kleines Sideboard, ein Beistellschrank. Es hat ein Metallgestell, was halt das sehr besonders macht und dadurch auch Robustigkeit ausströmt. Die Maße sind in der Breite 60 cm, 30 tief, 81 cm hoch und der Schrank selber vom Boden fängt bei 9 cm an. Wir haben hier wirklich ein relativ einzigartiges Design. Durch die Kombination von der Vintage-Oberfläche mit dem glatten schwarzen Eisen ist der Kommodenschrank alles andere als Standard. Dank dem stylischen Lamellentüren entsteht im Inneren des Kühlschranks oder des Areas, die halt belüftet wird, ein Kühlschranksystem. Also es ist jetzt nicht so, dass der richtige Kühlschrank drin ist, sondern durch die Belüftung ist es immer schön kühl drin und das ist doch wirklich sehr angenehm für uns alle. Ne? Das heißt also, wir haben ein atmungsaktives Klima da drin. Erstmal vorsichtig ausbauen, gucken, ob alles dabei ist. Dafür gibt es immer Packlisten. Wenn ihr gesehen habt, dass alles dabei ist, muss ich echt sagen, es ist echt cool, weil hier jedes einzelne Brettchen mit einem Aufkleber versehen ist, wo ein Buchstabe drauf ist. Das heißt, die Verwechslungsgefahr ist sehr gering. Aber trotzdem nochmal zum Zusammengehen. Wir haben hier also unterschiedliche Teile. Erstmal dieser Bereich ist der Rahmen. Dann haben wir hier den Bereich des Korpuses, wo die Türen gegenschlagen. Das da hinten die beiden, das und das sind die Türen. Dann haben wir noch Korpuselemente, Schubladenelemente hier hinten in dem Bereich. Dann natürlich auch hinten, da sind kleine Rückwände und noch ein Einlegeboden. So, und das montieren wir uns jetzt zusammen. Und dafür benötigen wir am besten einen Akkuschrauber, ein Bitset noch dazu. Und wir haben natürlich auch Imbiss-Schlüssel etc. oder dies auch für besagte Akkuschrauberisierungen. Und dann können wir beginnen, dieses krasse Ding mal zu montieren, weil auch, ich finde, diese dunkle Optik ist wirklich schön. Also es ist echt angenehm zu sehen. Soll bei uns in den Eingangsbereich im Flur reinkommen, das wird dort stylisch aussehen. Auf zur Montage. Ausgepackt haben wir jetzt. Los geht's. Wir beginnen jetzt mit dem Part, der wo das Beschlägchen drankommt mit Magnetsystem, wo die Türen später eingefangen werden. Das ist in dem Fall Teil Nummer 4. Dort kommt jetzt hier unsere Anschlagsfreundin dran. Und wir werden hier jetzt aufbauen den Rahmen schon mal, um dort rahmentechnisch auch richtig am Start sein zu dürfen. Alle schönen Sachen hier sind wirklich schön beschrieben. Es steht überall drauf, was es ist. Das haben sie sehr gut gewählt. Also wirklich eine coole Sache. Und man muss nicht hier bei diesem Hersteller so rätseln, wie es doch so oft ist, dass man dort rätselt. Bei manchen Herstellern ist es wirklich übelst krass, dass man dort nie weiß, was kommt wohin. Man muss schon genau gucken und eventuell da ein bisschen Knowledge haben. Hier ist es so, wir holen uns die kleinen Schrauben, die F-Schrauben, packen hier jetzt den besagten Punkt mit der Anschlagseite, wo es rauskommt, nach außen hin, um dort dann den Anschlag der Türen auch festsetzen zu können. Und die schrauben wir jetzt einfach fest mit den Schrauben, die dafür auch gedacht sind. So, und das machen wir natürlich viermal. Und hier in dem Fall setzen wir dann das äußere Geflecht zusammen, indem wir das hier ineinander schieben. Das passt nämlich schön ineinander und die dann auch zweimal für rechts und links. Und dann sehen wir auch schon die Außenmaße unserer Kommode hier anlabern. So, der nächste Schritt ist, wir brauchen jetzt diverse Korpuselemente, weil jetzt spannen wir schon den Korpus zusammen. Wir haben hier die Nummer 8, wir haben hier die Nummer 9 und die von uns vorhin schon aufgebaute Nummer hier. Der Korpus sieht so aus. Wir haben leichte Vorbohrungen an den Seiten oben.
Das heißt, diese Seite, wir bauen jetzt, hier ist hinten, da hinten ist vorne. Das heißt, wir wissen auch, dass wir hier den Freund hier, dass der auch so runterkommen muss, dass hier die Stoffe nach vorne gereicht werden. Okay, darauf müsst ihr achten, dass dort eine vernünftige Stoppelisierung klappt. So, und nun müssen wir natürlich gucken, wir haben hier Vorbohrungen, einmal durch und einmal ein Gewinde. Das Gewinde wird von hier bedient, auf der anderen Seite ist es nämlich nicht. Das heißt, wir wissen jetzt, dass wir diese Teile so zusammenbauen müssen, dass sie übereinstimmt. Ne? Und jetzt gibt es natürlich die Sache, ihr könnt hingehen und könnt diese Schräubchen jetzt ganz normal mit der Hand festziehen oder ihr holt euch einen Aufsatz für euren Akkuschrauber, der dann hier den Job erledigt. Und wenn ihr dort nämlich eine vernünftige Drehmoment einstellt, sprich so die 5, dann sollte das da auch nichts passieren. Ansonsten nehmt ihr einfach den mitgelieferten, wenn ihr zum Beispiel keinen Vorsatz finden solltet, so wie ich jetzt gerade, oder nur zu fette Dinger da habt, dann bringt uns das nämlich auch nicht so viel weiter. Okay, dann gehen wir hin und benutzen hier den mitgelieferten Kumpel. Wir gehen also hin, haben hier die Außenseite, hier kommt die Schraube rein, das ist so eine Möbelschraube. Und dann kommen wir auf die andere Seite, die sind nach unten gerichtet. Dann gehen wir dort in die Vorbohrung und schrauben das dort ein. Auch hier wieder darauf achten, dass hier hinten ist und auch hinten bleibt. Ne? Wir wollen nicht, dass das auf einmal vorne sein wird, denn dort kommen ja noch andere Teile später mit dran. Auch wenn wir die Schraube jetzt hier reingedreht haben, dann sollten wir auch immer darauf achten, dass wir auch erstmal nicht ganz festdrehen, sondern unten die zweite Schraube platzieren und diese dann auch in die vorherige gesetzte Bohrung setzen. Denn ansonsten kann sich das nämlich ein bisschen zur Seite aufmachen und dann kommen wir eventuell nicht ganz gerade so, wie das der Korpus sein sollte, hinein. So, und jetzt schrauben wir das ganz schön gechillt fest. Und auf die andere Seite kommt dann natürlich das gegenüberliegende Teil. Wir haben also hier, in dem Fall haben wir hier jetzt die Einlegeböden, oben haben wir die Verschraubungspunkte, außen haben wir die Punkte, wo noch etwas in ein Gewinde eingesetzt werden kann. Und oben drauf schrauben wir dann, hier oben drauf schrauben wir dann noch eine Platte, das ist dann die Nummer 5. Und dort gucken wir auch, dass hier die Möbelschrauben von oben dann runter penetrieren in den Hauptkorpus. Und so haben wir schon mal hier ein ganz gutes Stück vom Korpus verarbeitet. Und das sieht doch schon mal sehr nice aus. So, unser Grundkorpus ist jetzt schon mal in einem viereckigen Zustand. Der gute alte viereckige Zustand wird aber nicht lange so beibehalten, weil wir gehen jetzt natürlich in den weiteren Aufbau. Als nächstes benötigen wir das fehlende Korpusteil, welches noch übrig ist. Und eher hier kommen solche Nippelchen dran, solche Kunststoffnippel. Die kommen ja auch wieder in die Vorbohrung. Also mit dem Vorbohrung haben die das richtig schön gemacht. Man kann sehen, wo es hinkommt, man kann es ansetzen. Man kann es dann ganz leicht verschrauben, wie ihr seht hier. Also es passt alles ganz gut zusammen. Der Nippel muss zur Rückwand zeigen, sprich zur Nut- und Federsystem, wo da die Nut ist. Wenn dort die Nut ist, habt ihr es richtig ausgerichtet. Und das nächste ist dann, jetzt kommt dieses Teil gleich hier dran. Und zwar haben wir nämlich hier unten ein Loch. Für Teil 8 hier, in Teil 8 kommen zwei schöne Dübelchen rein, ne? Packt die Dübel einfach hinein und das gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch, rein damit. Und wer gerne nochmal nachschlägt, der sollte sich dann einen Hammer nehmen und diesen Hammer benutzen, um die Dübel in die vorherige Bohrung zu lochen. Sehr nice. So, nun können wir hier das aufsetzen. So, pass mal auf. Nochmal zum Verständnis. Hier
Hier ist hinten, woran sehen wir das? An den Bohrungen, die hier vorgefertigt sind. Das heißt also, auch in den hinteren Bereich muss unsere Nudelfedersystem kommen. Das heißt, das können wir jetzt hier ansetzen. Und da unten sind Löcher dafür, die das dann aufnehmen. So, guck mal hier, jetzt haben wir schon einen richtig schönen Korpus am Start. Und der Korpus ist jetzt viereckig verschlossen. Was wir natürlich noch machen ist, wir drücken jetzt einmal drauf. So, damit sind alle eingerastet. Alles ist jetzt in dem Korpus zusammengesetzt und wir können jetzt schon die Grundform dieses besagten Komödchens erahnen und auch erstaunen. Im nächsten Step habe ich das Teil jetzt kopfüber hingestellt. Ne, hier, das ist unsere Oberseite. Hier ist die Hinterseite mit den ganzen Löchern. Und nun müssen wir natürlich die Rückwand dran machen. Passt auf, hier die Hauptplatte ist immer noch lose, die ist nur durch die Dübel jetzt fest, also nicht, dass die runterplumpst. Jetzt holen wir uns hier unser Pergamentbuch und schauen erstmal nach, was hier für schöne Sachen sind. Erstens, der Zwischenfreund ist jetzt schon geklebt, sehr gut. Zweitens, wir haben überall Vorbohren, nice. Wir sehen, unten gehen ein paar Bohren durch, das heißt, das ist dort. Und hier oben gehen keine Bohren durch, das heißt, das ist bei uns in dem Fall hier oben. So, jetzt machen wir das hinten drauf und schauen nochmal, ob die Bohrungen übereinstimmen. Und ich muss sagen, ja, sieht ganz gut aus hier, was ich sehe. Ne? So, da geht's hin. Und vor allem müssen wir darauf achten, dass wir hier hinten auch in das Nudelfedersystem einstimmen. Ne? Das heißt, gehen wir hier links schön rein und jetzt verschwindet nämlich unser Rückwändchen ein wenig da drinnen und kann so nämlich tiefer einpenetrieren. So. Und das muss natürlich dann für die ganze Länge geschehen. Das ist ein bisschen fummelig, aber wir schaffen das schon. Hier, wir schaffen das schon. Ne? Ich kriege schon hier gebacken. Hier, ne? So, also eintauchen. Einquetschen. Das ist immer das Problem, wenn das schon von Anfang an verklebt ist. Da hat man jetzt hier, nämlich weil es sich ein bisschen abhebt, ein bisschen Problemchen, aber das kriegen wir schon gelöst. So, jetzt haben wir es. Und jetzt schauen wir uns das an hier. Ja, jetzt passt es überall. Jetzt haben wir überall Anschlag. Und wie kriegen wir das jetzt fest? Das ist jetzt natürlich wieder mit Schrauben. Na, hier wird nicht gehauen oder so, hier wird geschraubt heute. So, also Schrauben rein und zwar da, wo auch wieder die Vorbohrungen sind. Richtig komfortabel. Und so machen wir das jetzt über die ganze Fläche und machen so jetzt schon die Rückwand fest. Und bis jetzt läuft alles wie geschnitten Brot. Als nächstes machen wir mit dem Füßchen sozusagen weiter, also mit der Metallkonstruktion. Dafür benötigen wir die Möbelschrauben, welche unten flach sind. Und wir brauchen, also davon vier Stück und zwei Stück pro Seite, brauchen wir, die etwas stärker sind, um hier gleich einzupenetrieren. Wir kommen jetzt an mit unserem Kumpel, der Seitenfreund. Da gehen wir durch mit einem der Schrauben und ziehen diese jetzt hier an unserem Schrank. So, das heißt, wir drehen das erstmal nur mit der Hand rein. Weil so ist es alles noch flexibel und wir können noch Änderungen etc. durchführen. Das gleiche machen wir natürlich hier unten auch. Das heißt, auch hier drehen wir es mit der Hand ein, bis wir merken, dass die besagte Schraube packen sollte. Und wir müssen natürlich auch das dann hier oben weiterführen. Okay? Das heißt, wir machen jetzt hier und hier. Haben wir unterschiedliche Längen am Start. Pass auf, ich zeige es euch. Wir können nämlich hier mit der rein. Wenn wir nämlich hier mit reingehen, ist es viel zu lang. Okay? Das heißt, wir nehmen die langen Schrauben, hier ist ein Unterschied zwischen lang und kurz. Wir nehmen die kurzen für die Seite und die langen für den längeren Weg der oberen, der ein bisschen weiter oben ist. So können wir dann hier hingehen und die Verschraubung
schon mal anziehen. Dann die gleiche Verschraubung mit den längeren Schrauben machen wir nach oben weg. Denn hier oben ist nicht so viel Platz, beziehungsweise hier oben ist mehr Platz, mehr Volumen, der dadurch stoßen werden muss, als wie hier unten. Und das heißt, wir schrauben hier jetzt auch fest. Noch nicht ganz fest, sondern nur anschrauben. So, hier sind wir jetzt schon gut in Position. Dann können wir nämlich hier jetzt auch mal eine kürzere reinmachen. Und bevor wir jetzt ganz fest schrauben, werden wir hier unten auch unsere richtige Schraube reinsetzen, die dort zum Packen da ist. Das heißt, hier heißt es dann auch wieder ansetzen, genau zielen und dann jagen wir das Ding da rein, damit wir hier die Seite vernünftig platziert haben. So, das heißt, wir schauen mal das an. Wo ist die Bohrung? Da ist die Bohrung. So. Schaut also durch, weil hier das kann man kippeln. Man kann die Bohrung runterkippeln. Das heißt, die sollte man schon gerade reinkommen, um dort auch die Vorbohrung zu kriegen. So, damit haben wir die untere Seite jetzt schon mal fest. Das gleiche müssen wir jetzt hier oben auch machen. Schaut euch an, wo ist die Bohrung und dann rein damit. So, damit haben wir hier jetzt fest, dann können wir den Rest auch festziehen. Und damit haben wir auch jetzt schon unser Gestell von unserer schönen Kommode fertig und können das genauso der anderen Seite wiederholen. So, bis jetzt läuft es wirklich erste Sahne, wie ihr seht, das Ding steht klasse. Und jetzt kommt die Tür, das haben die wirklich cool designt. Erstmal lassen wir uns einen Einlegeboden reinsetzen, ganz normal. Da sind ganz normale Einlegebolzen drin, das heißt, wir ballern eine Seite rein, die andere kann rausgucken. So. Achtet darauf, eine Seite ist dicker wie die andere, glaube ich, zumindest fühlt sich so an, dass ihr die in einer Ebene anbringt, denn dann können wir auch schon hier den Einlegeboden reinsetzen. Wenn es nicht ganz reicht, dann schlagt einfach ein bisschen nach. So. So, guck mal. Oh, da haben wir gut hingekommen. So, jetzt sollten wir das Einlegebötchen auch da reinkriegen, weil es ist einfacher. Jetzt hinein damit. Das hat die Nummer 6. Lauf damit. Sehr schön. Und nun kommen wir zur Montage der Türen. Cooles Ideechen haben die hier. Super coolechen, weilchen einfach in der Montage. Pass auf. Wir gehen hin. Oben ist Löchli. Da stecken wir dieses System hinein. Flupp. Andere Seite. Das System, das ist so eine Gasfeder sind. Und die rastet ganz nice ein. Das heißt, wir können hier jetzt hingehen und das hier unten ranhalten. Zack. Dann oben genau das gleiche. Vielleicht noch ein bisschen festdrücken, damit es besser flutscht. Wir können auch oben anfangen und unten reindrücken. Das ist eine Way. Wir müssen es nur halt reindrücken und dann mit der Tür in Position fahren. Das ist cool. Wirklich echt super cool, ganz einfach, wie es geht. Einfaches System, aber funktional. Der Nachteil ist natürlich, dass man jetzt die Tür nicht einstellen kann. Und ich höre hier, die rutscht ein bisschen. Das heißt, was können wir da machen? Eigentlich nichts. Ne? Beziehungsweise vielleicht das Ding noch nicht so ganz gerade. Aber das ist der Nachteil bei so einer simplen Tür. Aber es funktioniert, wie ihr seht. Ne? Was jetzt natürlich noch fehlt, sind die besagten Griffe. Die schrauben wir einfach durch die Tür durch, an den Griff dran. Dazu gehen wir hier hinten durch, an den Griff und fertig. So, Tür ist demzufolge wirklich schön und nice, einfach installiert. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal. Das heißt, hier schön tief reinschieben das Ding. Andere Seite genau das gleiche, schön tief rein.
Dann hauen wir es mal zusammen, dass es zusammenpasst. Hier unten noch ein bisschen. Zack. So, gut. Gut schaust aus. Jetzt gehen wir wieder rein in eins der Löcher, Zwiebeln das andere hoch und schieben die Tür dann in die Position, wo die Löcher hängen, bis es klack macht. Und dann können wir das Ding auch wieder öffnen. Sehr schön, funktioniert. So, dann wird hier natürlich auch wieder Montage von innen nach außen. Schraubendreher nehmen. So, damit haben wir unsere Türchen auch ganz schön nice und easy montiertchen. Wowchen. Damit die Tür jetzt nicht immer auf und zu geht, so wie sie mag, sondern hier schön mit dem System des Magnetismus funktioniert, brauchen wir noch die Flacheisen. Dann kommt da eine Schraube durch. Und diese schrauben wir hier oben auch an die Ecke von unserer Tür dran. Da gibt es auch wieder eine Vorbohrung. Also das ist richtig cool. Das ist alles recht genau. Bis jetzt ist noch kein großer Fauxpas passiert. So, jetzt halten wir das hier schön fest. Und dann sollte das hier funktionieren. Ja, seht ihr? Zack, zack. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Das heißt also wieder Schraube nehmen. Schraube, ja, durch, zack, dann anpassen. Erst kann es sich drehen und dann müssen wir es ausrichten. So, und jetzt gerade, zack, und jetzt, zack. Dadurch hält das nämlich und wir können es so aufziehen oder wir können es aufdrücken. Ey, echt cool. Zack, zack. Sehr schön. So, was jetzt natürlich noch fehlt, ist unsere schöne Schublade. Das sind auch die letzten Teile, die wir jetzt hier machen müssen. Das heißt, es geht voran und wir sind fast am Ende. Sieht man ja auch an der Montage, Fortschritt der Kommode selber. Gut, was haben wir jetzt? Wir haben einmal Bodenplatte, Frontplatte, Rückenplatte, Seitenplatte. Dann in den besagten Seitenplatten haben wir Exzenterlöcher. Das heißt, hier können wir schon mal in die Mitte uns dort nämlich die Dübel reinballern. Das gleiche machen wir hier auch, wo die Exzenterplatten sind. Dübel in die Mitte. So. Dann in die Exzenterplatten kommen solche Exzenter-Freunde. Das sind die Exzenter-Muddies. Die haben einen Pfeil auf einer Seite, wie ihr seht. Und dieser Pfeil muss zum Kopfholz gesetzt werden. Das heißt also jetzt Pfeilrichtung, in dem Fall zum Kopfholz. Zack, hier auch Kopfholz. Hier Kopfholz. Wir setzen jetzt überall da ein, wo diese Fettvorbohrungen sind. Denn dort kommen gleich unsere Exzenter rein. Das hier sind die Exzenterbolzen. So sehen die aus. Die guten alten Exzenterbolzen. So, so. Die kommen hier wirklich nice zu den Vor-, also mit der Aufnahme des Gewindes hier. Rein damit. Und da haben wir 4 Stück von. Und die passen auch gut da rein, weil die sind hier mit einer, die sind hier mit einem vernünftigen Messinggewinde ausgesetzt. So. Hinein damit. Nächste Roundy. Sogar einer zu viel dabei. Was in dem Fall gut ist. Wenn man einen verkackt, hat man immer noch die Chance, weitermachen zu dürfen. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt kommen die Plattis hier ran. Achtet darauf, hier gibt es eine Nut, dort gibt es eine Nut. Jetzt müssen wir diese also an Nut ansetzen und die Exzenter-Dinger sollen demzufolge dann auch in die richtige Position gebracht werden, um dort durchgeführt zu werden. Das heißt also, hier Nudli-Dut, da rein damit, draufdrücken, die Nut wird hier fortgeführt. Das gleiche auf der anderen Seite, ne? Exzenter und Nut wird durchgeführt. Und natürlich hier der Bolzen kommt auch noch mit rein. So, sehr schön. Jetzt können wir es schon anziehen, wenn ihr wollt. Dafür hier Akkuschrauber, aber nur wenn Drehmoment drin ist. Oder eine Viertelumdrehung. Reicht voll und ganz, um das festzumachen. So, jetzt andere Seite auch noch festziehen. Einmal umdrehen. So.
Sehr schön, sehr schön. Was wir jetzt machen können, ist schon mal den Bodenplatte rein. Gibt es da Unterschiede? Ja, nee, eigentlich nicht. Welche euch lieber gefällt, sliden wir jetzt von oben hier rein. Zack. So, wie ihr seht, wird schon langsam hier was aus unserer schönen und so weiter. Und jetzt klappen wir das Ding hier noch rein. Auch hier wieder auch darauf achten, dass es in die Nut mit einfährt. Sehr schön. Und dass wir dann die Schräubchen wieder in die Vorbohrung bekommen. Das heißt also, guckt genau nach, wo die Vorbohrung ist. Und dann könnt ihr dort nämlich passgenau reinkommen. Wenn bis jetzt haben die echt super gearbeitet hier. Ist immer alles sehr genau. Wie auch hier. So. Andere Seite. Genau das gleiche Vorgehen. Zack. Nochmal kontrollieren, ob es gerade ist. Jo. Und damit haben wir unsere echt nice, coole Schublade auch schon montiert. Ich bin so stolz auf euch. Ich bin so stolz. Jetzt natürlich, hier sind zwei Bohlen, das heißt, hier passen auch noch uns die ran. Ne? Das ist ganz klar, wie wir das machen. Das ist genauso wie in der Tür. Wir nehmen das Feingewindefreundchen, kommen durch, halten hier dran und verschrauben das Ding. Ich merke aber gerade, die ist wohl zu kurz. Gibt es auch noch eine längere? Mal sehen, ob die länger ist. So, so, nochmal. Jetzt schauen wir uns das an. Deshalb waren da wahrscheinlich auch zwei Längen drin. Schauen wir uns mal an, ob die packt. Die will irgendwie nicht. Was haben wir denn hier? Mal kurz. Trockenübung. Uiuiui. Nee. So richtig will die nicht. Das ist aber schade drum. Aber bei mir ist nichts. Passiert manchmal. Nehmen wir uns einen anderen. Machen mit dem weiter. Beziehungsweise wir sollten jetzt gar keinen machen. Weil dann muss ich halt einer dieser Knöppis nachbestellen. Das passiert dann leider doch manchmal, wie ihr seht. So ist das Leben. So, probieren wir mal einen anderen Knöppi aus. Nicht, dass das hier irgendein Driss von mir ist, den ich hier fabriziere. So. Nächster. Jetzt gucken wir wieder, dass der nächste rankommt. So, nächste Seite, neues Glück. Schwuppdiwupp. Und so, jetzt sind beide dran. Mit dem richtigen hat es funktioniert. Nun haben wir hier die Möglichkeit, das auch schon easy peasy einzusetzen, weil das haben die auch ganz gut gelöst. Hier ist die Kommode. Wir setzen das Teil jetzt hinter diese Freunde und das fühlt sich dann selber. Pass auf, wir pressen das jetzt einmal rein. Kutsch, und jetzt kann es nicht mehr ausfallen. Aber wir können rein und rausholen. Ganz einfach Design, smart designed, aber sehr nice Design, wirklich sehr nice. So, so sieht es aus, das Ding hier. Sehr cooles Teil. Sieht wirklich fesch aus, muss ich sagen. Echt cool. Die haben einen super Job geleistet. Alle Bohnen haben übereingeschrieben. Wir können das ganz nice öffnen und wieder schließen. Es hat eine Ich will nicht herausfall Option. Super cool. Ein Einlegeboden dabei und so schön seinen Job erledigen. Dass man diese kleinen Kommoden auch noch an die Wand buttern muss, finde ich übertrieben, denn da liegen sogar noch Montagematerial für, haltet euch fest, für die ganz krassen Wände dabei. Das hier ist nämlich so ein Hohlraumdübel und ein normaler Betondübel. Die liegen sogar noch dabei.
Also der Hersteller hat echt an vieles gedacht und auch an jede Bohrungen hat er gedacht, an jedes Ding, wirklich nice. Das Ding ist echt zu empfehlen, super leicht aufzubauen und vernünftige Qualität zu einem nicen Preis. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.